Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute geht es um die Frage, warum es nicht mehr Widerstand gegen die Corona-Maßnahmen gibt. Ach ja, ehe ich es vergesse. Wenn euch dieses Video gefällt, dann freue ich mich natürlich darüber, wenn ihr es liked, teilt und ganz besonders freut es mich, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und wenn ihr auf die Glocke drückt, werdet ihr auch immer darüber informiert, wenn ein neues Video von mir kommt. Nun zum heutigen Thema. Warum gibt es nicht mehr Widerstand gegen die Corona-Maßnahmen? Seit einem Jahr finden wir uns alle im Ausnahmezustand. Ein öffentliches Leben findet so gut wie gar nicht mehr statt. Und das macht natürlich mit uns allen eine ganze Menge. Das muss ich euch wahrscheinlich nicht erklären, weil ihr ja genau wisst, wovon ich rede. Und das ist der springende Punkt, der Grund dieses Videos. Wir alle wissen, wie furchtbar die Maßnahmen sind. Oder besser gesagt, wie furchtbar die Kollateralschäden des vorgeblichen Corona-Schutzes sind. Also offiziell wird ja von Seiten der Politik immer noch behauptet, dass es darum ginge, Gefahr durch ein potenziell gefährliches Virus einzuschränken. Aber mittlerweile kann ich beim besten Willen nicht mehr daran glauben, weil die ergriffenen Maßnahmen einfach zu widersprüchlich sind, zu inkonsequent, nicht durchgängig genug, keinen Sinn ergeben, wenn man darüber nachdenkt. Noch dazu ist von Öffnung gar nicht mehr die Rede. Also per Salamitaktik wird ja Monat für Monat rausgeschunden, dass dieser Lockdown aufrechterhalten bleibt. Also ich glaube mittlerweile nicht mehr, dass es hier um Virusschutz geht. Und ich glaube, immer mehr Leute merken das, oder ich hoffe, dass immer mehr Leute das merken. Aber der Widerstand bleibt aus. Oder besser gesagt, flächendeckender Widerstand, flächendeckender Protest bleibt aus. Natürlich gibt es Corona-Demos, die berühmt-berüchtigten Corona-Demos, die eine gewisse mediale Aufmerksamkeit bekommen, aber ja doch in ihrer Wirkung noch relativ begrenzt sind. Es gibt so etwas wie die Wir-machen-auf-Bewegung, wo sich Gastronomen und Einzelhandel zusammenschließen und einfach öffnen, obwohl es ihnen verboten wird. Aber auch das greift noch nicht wirklich um sich. Und das ist wirklich etwas, was mich sehr wundert. Meiner Existenz ist Gott sei Dank, toi toi toi, nicht gefährdet. Ich aktuell nicht gefährdet. Ich kann weiterhin meinem Beruf nachgehen und ich habe auch noch keine finanziellen Einbußen zu verzeichnen. Aber viele Leute betrifft das ja. Viele Selbstständige, Gastronomen, Ladenbesitzer, die nicht nur auf ihren Gewinn, auf ihre Umsätze verzichten müssen, sondern denen auch das Lebenswerk kaputt gemacht wird. Also wenn ich mir vorstelle, ich wäre jetzt Ladenbesitzer oder Restaurantbesitzer und habe mir mit Herzblut was aufgebaut und mein Lebenswerk wird jetzt zerstört wegen eines angeblich gefährlichen Virus, ich würde wahrscheinlich durchdrehen. Und ich verstehe nicht, wie können solche Leute stillhalten und sich das so lange gefallen lassen. Dass man eine Weile hofft, das verstehe ich ja. Und die Politik hat ja auch wirklich alles getan, um Gastronomen und Einzelhändler eine Weile zu täuschen, indem eben gesagt wurde, ja, wenn ihr für ausreichend Schutz sorgt oder auch Hotels, dann könnt ihr geöffnet bleiben, ihr braucht diese wunderschönen Trennwände und ihr müsst Abstand halten und so weiter und so fort. Und das haben die Leute umgesetzt, die haben teilweise viel Geld rein investiert, gerade auch Restaurants haben sich für den Winter gerüstet, dahingehend, dass sie ihre Außenbereiche aufpoliert haben. Und dann hieß es im Herbst wieder, es gibt noch einen Lockdown, edgy badge, eure Investitionen waren umsonst. Und wie kann man den Staat in diesem Fall überhaupt ernst nehmen? Das kann doch nicht sein, dass denen sowas versprochen wird und dann hält sich der Staat nicht daran. Und vor allem, wie können die Betroffenen, die darunter leiden, sich das gefallen lassen? Monatelang, die Hilfen kommen nicht an, da kenne ich persönlich genug Beispiele, wo es ewig gedauert hat, bis irgendwelche Novemberhilfen irgendwann mal ankamen im Februar. Wie kann man sich das flächendeckend so lange gefallen lassen? Das geht doch langsam nicht mehr. Und dass überhaupt die Leute noch einigermaßen durchgekommen sind, war ja nur
durch zivile Unterstützung, nicht durch staatliche Unterstützung, dadurch, dass sie sich Geld geborgt haben von den Eltern, von Freunden, dadurch, dass Vermieter so kulant waren, auf Miete zu verzichten. Also eigentlich die Verantwortung des Staates wurde total abgewälzt auf die Zivilbevölkerung und die hat das letztlich gestützt. Ist ja nicht das erste Mal. Das ist so ein Punkt, den ich nicht verstehe. Dann Punkt 2, Kinder, Schule. Also ich finde das unglaublich, wie das überhaupt funktioniert, wie überhaupt Familien noch funktionieren, wo beide Eltern von zu Hause aus arbeiten müssen und gleichzeitig sich um ihre Kinder kümmern müssen, die lernen müssen, die selbstständig sich Stoff aneignen müssen, die vielleicht, wenn sie Pech haben, in der ersten Klasse sind, noch gar nicht lesen können, eigentlich lesen lernen sollen in der Schule, aber das natürlich nicht können, wenn ihnen das nicht direkt jemand beibringt und dann Aufgaben verstehen sollen. Und wie das in diesen Familien abläuft, und da ist noch nicht zum Mord und Totschlag gekommen, ist mir wirklich ein Rätsel. Natürlich wissen wir, dass häusliche Gewalt extrem angestiegen ist und wahrscheinlich liegen die Nerven flächendeckend blank. Das kenne ich auch teilweise aus meinem Umfeld. Aber doch, auch da wird ja sehr viel geschluckt. Und gerade bei Kindern ist es ja so, dass für bestimmte Lernprozesse es auch nur so ein nur so ein bestimmtes Zeitfenster gibt. Also ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass man in der ersten, zweiten Klasse lesen lernt. Wahrscheinlich geht es auch noch in der dritten, vierten, aber durch den derzeitigen Unterrichtsausfall von über einem Jahr, wenn man es jetzt mal über den Daumen peilt, werden ja einige Erst- und Zweitklässler nicht richtig lesen gelernt haben, geschweige denn rechnen. Und wenn sie das Glück haben, in gebildeten Elternhäusern aufzuwachsen, kann das wahrscheinlich noch ausgeglichen werden. Aber wo das nicht ist, was passiert mit diesen Kindern und vor allem, wie ist es möglich, dass das hingenommen wird? Wie ist es möglich, dass Lehrer diese Bildungsmisere hinnehmen? Von denen wissen es ja auch viele besser. Und ich weiß auch, dass viele in ihrem Rahmen versuchen zu retten, was zu retten ist, aber das reicht nicht. Warum formiert sich unter den Lehrern kein flächendeckender Widerstand? Ich weiß, auch da gibt es Streber unter den Lehrern, aber da gibt es genug Lehrer, die das kritisch sehen. Warum passiert da nichts unter den Schulleitern? Das frage ich mich. Und dann nicht zu vergessen diese Maskenpflicht. Also ich habe Gott sei Dank einen Attest. Ich muss keine Maske tragen. Ich bin so froh darum. Ich würde durchdrehen. Aber alle anderen oder die meisten anderen müssen es ja, gerade auch Kinder. Mir geht es immer durch Mark und Bein, wenn ich kleine Kinder sehe, die Masken tragen. Ich habe vor ein paar Tagen eine Frau gesehen, die mit ihrem die mit ihrem Kind spazieren ging, das wahrscheinlich erste Klasse war, und beide trugen Masken draußen an der frischen Luft. Sowas finde ich ganz furchtbar. Also unterm Strich, warum lassen wir uns eigentlich diese ganzen Unannehmlichkeiten gefallen? Warum gibt es nicht mehr Widerstand? Das frage ich euch, die ihr dieses Video anschaut. Ich selbst weiß es nämlich nicht. Ich kann nur spekulieren. Es könnte sein, dass die Angst regiert. Es könnte sein, dass die Leute mit ihren Nerven eigentlich schon am Ende sind und gar keine Kapazitäten mehr haben, sich irgendwie zu wehren. Oder drittens, in der Gesamtheit geht es uns allen doch noch zu gut und es muss eigentlich noch schlimmer werden, bis wir wirklich aufstehen und was ändern. Also, bitte kommentiert, was ihr davon haltet. Das interessiert mich wirklich brennend. Das ist der Grund, warum ich dieses Video gemacht habe, weil ich gerne Antworten auf diese Frage erhalten möchte. Ich bedanke mich schon mal bei euch. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal. Tschüss.